Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV um 11.15 Uhr, ein Stück weit später als in der Vergangenheit, aber da sind wir ja relativ flexibel. Warum ein Stück weit später? Weil wir auch erstmal sehen wollten, was der DAX am aktuellen Level denn so treibt. Wir sehen den DAX hier heute mit starken Aufschlägen und das hatten wir heute Morgen schon in der FTSE-Logik mal erwähnt, die hier immer am ja, täglichen Handelsauftakt zu europäischen Werten, dem FX-Markt oder auch hin und wieder mal den Edelmetallen stattfindet. Und hier hatte sich schon ja eine tendenzielle Erholungstendenz angedeutet, zumindest statistisch hier vor dem Hintergrund, dass der DAX gute Chancen besitzt, nach oben zu ziehen. Und jetzt müssen wir direkt mal gucken, was daraus geworden ist. Wir sehen hier die Erholung seit Ende April, Anfang Mai. Wir hatten hier eine Bodenbildung mehr oder weniger, die eigentlich nur rein korrektiver Natur war. Es schien grundsätzlich nämlich eher so, dass der DAX hier durchaus noch ein Stück weiter hätte tiefer abrücken können. Und da wir ja zuletzt erst am Donnerstag die Sendung fuhren, möchte ich jetzt hier noch ein kleines Update erstmal im Tageschart geben. Die Idee war eben, dass wir hier ja, den Unterstützungsbereich, den länger anvisierten Unterstützungsbereich bei 11.350, 11.400 Punkten touchieren. Das ist erfolgt. Dann hier eventuell der Rücklauf an dieser Trendlinie, aber hier den Widerstandsbereich um 11.650, 11.700 Punkten. Da hätte der DAX ja an für sich hier nicht zwingend weiter aufdrehen müssen. Heute sehen wir hier genau den Angriff auf diese Zone und eben hier, und das ist sehr, sehr interessant, die Verteidigung dieser großen Aufwärtstrendlinie, die hier von den Oktobertiefs des letzten Jahres herrührt. Dieser breite Trendkanal, den wir schon seit Beginn der ja, JFD Live Trading Sendung hier im Chart haben, dieser erwies sich jetzt hier tatsächlich als Unterstützungsbereich und der DAX zieht aktuell nach oben an. Faktisch gesehen hier, zumindest unter dieser technischen Analyselupe, sieht das mal ganz gut aus, dass der DAX jetzt hier durchaus rein technisch gesehen jetzt hier wieder nach oben aufstreben, aufdrehen könnte und hier praktisch Richtung Allzeithoch zieht, gar keine Frage. Die Möglichkeit wäre gegeben, rein auch saisonal durchaus im Blick, aber Sie wissen, Sell in May and go away ist kein unüblicher Spruch und insofern möchte ich hier zunächst mal auf Tagesbasis festhalten, dass wenn wir ein neues Mehrwochentief machen, also hier die Zone um 11.350, 11.400 Punkten unterschreiten, hier Xetra Schluss unter 11.327,80. Unterhalb dessen müsste der DAX, sollte der DAX hier nochmal eine Korrekturbeschleunigung erfahren und dann hier deutlich unter die 11.000-Punkte-Marke einbrechen. Das wäre zumindest mal die These, wenn wir jetzt hier aufgrund der heutigen Erholung, aufgrund der gestrigen Bewegung, gestern ging es ja 1,44% nach oben, aktuell wie gesagt nicht mehr ganz an den Tageshoch, aber auch schon mal im Plus letztlich. Wenn sich diese Tendenz hier nicht fortsetzen sollte, dann achten Sie mal drauf, wenn wir ein neues Mehrwochentief machen, wäre das per se eine Short-Einladung für ja, alle Shorties. Und wenn es denn anders kommt, nämlich dass der DAX hier jetzt erstmal dieses temporäre Widerstandslevel hier im Bereich 11.650, 11.700 Punkte überschreitet, so rum. Jetzt gehen wir mal hier in den Stundenchart, um das Bild mal ein Stück weit genauer zu zeichnen. Wir sehen nämlich hier diesen Korridor, diesen Horizontalkorridor, diese Range, die der DAX über mehrere Tage ausbildete, sich dementsprechend hier in einer ja, eher lethargischen, unentschlossenen Phase befand, bis es dann hier mit Bruch dieser und mit Test dieser Abwärtstrendlinie, Bestätigung dieser Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch hier nach zu einer Abwärtsbewegung kam, die dann insbesondere hier mit Ausbruch unter dieser Dreieckslinie, hier asymmetrisches Dreieck vom Allzeithoch ausgehend und dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, das wurde ja dann praktisch hier mit diesem Ausbruch nach unten dynamisch aufgelöst und im Prinzip hätte es hier auch ähnlich dynamisch weiter nach unten gehen können. Der DAX aber, wie gesagt, tat es nicht, vollzieht jetzt eine Erholung, aber wenn wir hier im Stundenchart eben sehen, den Bereich 11.650, 11.700 Punkte, 750, wir haben hier Widerstände voraus und den aktuellsten Widerstand, den aktuellen Widerstand, den haben wir hier jetzt justamente erreicht, 11.700 Punkte rund. 11.705, 11.710, machen wir es nicht auf den Punkt fix, aber das ist genau der Bereich, der jetzt hier durchaus Schwierigkeiten mit sich bringen könnte, im Sinne dessen, dass es hier das bereits gewesen ist für den DAX. Ja, insofern, hier jetzt technisch gesehen, wenn wir über 11.700 nochmal rausgehen sollten, dann könnte es hier, und das wäre hier der absolute Kreuzwiderstand Richtung 11.800 nochmal gehen, wäre aber für mich jetzt hier eher das graue Szenario, also weniger zu favorisieren. 11.800 Punkte wäre meines Erachtens dann wirklich das Maximum, was der DAX dann hier rausholen könnte, wenn es hier tatsächlich zu einem Erholungsimpuls dieser Art kommt.
Dann würde sich hier oben eben im Bereich 11.800, 11.830 Punkte an dieser Abwärtstrendlinie hier auch an dieser jetzt nunmehr auch als Widerstand fungierenden früheren Aufwärtstrendlinie hier der klare Widerstandsbereich ergeben. Das mache ich mal mit einem Kreis am besten fix. So, das ist hier das Widerstandscluster schlechthin. Und sollte der DAX bereits jetzt sogar schon wieder hier an dieser unteren Kante abdrehen, ja, das ist hier die Kante des Trendkanals, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier den Wochenpivotpunkt nochmal ansteuern. Und wir sollten versuchen, uns über 11.600 Punkte zu halten. Wenn das nicht gelingt, dann wäre unterhalb dessen sicherlich nochmal ein Abwärtslauf, auch im Sinne der zunächst temporären Schwächemöglichkeit im März, Mai. Hier durchaus gegeben. Also der DAX hier meines Erachtens noch nicht ganz hier im bullischen Fahrwasser. Die Erholung, die aktuell läuft und auch die dem Montag lief, ist mir hier meines Erachtens eher korrektiver Natur. Das generelle Bild scheint sich hier noch nicht ganz positiv zu gestalten. Wir haben also jetzt praktisch hier vom Tageschart ausgehend die Möglichkeit einer Erholung durchaus definiert im Sinne dieses großen Abwärtstrendkanals, aber es muss hier eben signifikant über 11.000 800, 11.830 Punkte hinausgehen und das sehe ich eben hier nicht kommen beim DAX. Ja, da muss man mal abwarten. Wenn der DAX natürlich hier über 11.8 rausschießt, das kann ich mir für heute nicht mehr vorstellen, beim besten Willen. Also eher, wie gesagt, jetzt Konsolidierung oberhalb des Wochenpivotpunkts und wenn es hier deutlich unter 11.6 geht, sehe ich sogar eher Schwäche. Ansonsten hier ist bereits kurzfristig unterhalb von 11.700 Punkten mit aktuellen Rücksetzern zu rechnen und erst oberhalb von 11.850 würde sich der Bias hier wirklich verändern und dann müsste man auch dann davon ausgehen, dass der DAX hier sicherlich noch nicht fertig nach oben ist, sondern dann eben hier auch die Allzeithochs nochmal angreift und auch gute Chancen besitzt, das dann eben zu tun. Aber es bauen sich Widerstandslevel auf, gar keine Frage. Die muss der DAX hier erstmal überwinden und solange das nicht geschehen ist, jetzt justieren wir auch mal die Trendlinie hier neu. Visualisiert dann auch sehr schön den Widerstandsbereich, den wir hier vor uns haben. Und insofern mal abwarten, was passiert. Vielleicht ist das Pulver ja auch schon verschossen, das Erholungspulver. Werden wir sehen, vielleicht am Nachmittag direkt nochmal mit Beschau auf den DAX, wenn wir die US-Märkte heute wieder mal beleuchten. Freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute dabei waren. Jetzt dann geht es am Nachmittag und in den nächsten Tagen zur gewohnten Zeit weiter. Wenn Sie noch einen Wunsch haben, schreiben Sie es einfach im JFD-Desk. Und ich sage jetzt erstmal, ciao dabei, gute Mahlzeit zur Mittagszeit. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Ciao, Ihr Christian Kämmerer.